Wunderschönen guten Morgen YouTube und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein Day in the Life von mir gerade aktuell. Wie ihr hört, ist meine Stimme noch ein bisschen rau. Ich bin gerade erst aufgestanden. Wir haben es jetzt 9 Uhr. Ich bin vor so 10, 20 Minuten aufgestanden. Ich gönne mir jetzt hier gerade noch ein bisschen Sushi, was ich gestern eigentlich hatte. So. Werde dann gleich an meinem Laptop was gucken und Mangosaft. Was ist der Plan heute? Fangen wir erstmal so an. Der Plan heute ist, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, habe dann ein bisschen länger Zeit, weil ich normalerweise eher so um 11 und 12 ins Fitnessstudio gehe. Werde dann noch ein paar Sachen organisieren, da werde ich euch vielleicht auch mitnehmen, mal sehen. Und heute Nachmittag, 18.30 Uhr, habe ich dann nochmal Training mit meinem Team. Ja, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, fangen wir an. Let's go. Jetzt bin ich auch mal im Auto, ja. Ich habe leider ein bisschen länger gebraucht. Und zwar ist jetzt schon fast 10 Uhr, 9.55 Uhr oder so. Die Frage ist ja, was trainieren wir? Was trainiere ich eigentlich heute? Ich werde heute Beine trainieren. Schönen Double Day. Schön Beine trainieren, wenn sie gerade frisch sind. Ich habe aktuell einen neuen Trainingsplan. Das ist so ein Trainingsplan von Tim Grover. Tim Grover ist der ehemalige Trainer von Michael Jordan, Kobe Bryant und so. Und ja, nach dem trainiere ich gerade. Der hat so ein Buch damals rausgebracht, der heißt Jump Attack. Auf jeden Fall, so trainiere ich halt die ganze Zeit. Jetzt seit 5 Wochen, glaube ich schon. Und da werde ich euch ein kleines Workout mitnehmen. Thank you.
So, jetzt bin ich wieder raus. War eigentlich eine gute Einheit, muss ich sagen. Immer anstrengend natürlich Beine, aber danach fühlt man sich immer besser. Jetzt gehe ich jetzt erstmal nach Hause. Ich hole mir jetzt bei Rewe noch was Kleines zu snacken, weil ich leider keinen Shake heute gemacht habe, und dann geht's los. Nach Hause. Ich hatte jetzt von dem Heimweg und so nichts mehr gefilmt, weil ich ein bisschen gestresst war. Und zwar hatte ich um 13.30 Uhr so ein Coaching. Und bei diesem Coaching wollte ich halt wirklich nicht zu spät kommen, deswegen habe ich jetzt nichts gefilmt. Und ja, wie sieht jetzt gerade der Plan aus? Wir haben es jetzt 15.45 Uhr oder so. Ich würde jetzt gerne was essen, aber ich habe nichts dabei oder überhaupt nichts mehr hier. Alles aufgegessen. Deswegen werde ich mir jetzt was bestellen. Irgendwie eine Pokeball oder sowas in die Richtung. Ihr werdet es ja sehen, wenn ich es bestellt habe. Oder wenn es angekommen ist. Und ich werde jetzt erstmal meine Wäsche waschen, weil meine Wäsche ist noch dreckig und ich habe aber gleich Training in 3 Stunden. Deswegen müssen wir erstmal gucken, wie das dann läuft. Und ja. Okay, kleine Planänderung. Ich bin jetzt hier noch gerade auf dem Parkplatz von Edeka, wie man sieht. Ich werde jetzt mir was zu essen so holen. Wird wahrscheinlich wieder nicht so das Gesündeste sein, aber heute habe ich halt wirklich gar keine Zeit. Auch oder wenig Zeit auf jeden Fall, weil ich danach noch zum Friseur gehen werde. Deswegen gehen wir einfach mal rein, holen uns jetzt was. Ich weiß noch nicht was, werden wir dann sehen. Wahrscheinlich wieder irgendein Shake oder so. So, ich habe mir so ein Y-Food geholt, so ein Ernährungsdrink. Da sind aber auch 1-2 Sachen drin, die ich nicht weiterempfehlen kann. Aber egal, muss jetzt leider sein. Und so ein Mango Maracuja. Was ist das überhaupt? Pudding? Ja, so eine Art Joghurt. Genau, den verputze ich jetzt während des Autofahrens und wir sehen uns gleich. Bis. So, hier bin ich wieder. Fresh und dann back in action, man. So, jetzt werde ich wahrscheinlich Jan abholen. Jan ist jetzt nämlich bei mir im Team neuerdings und werde dann auch mal nach Hause gehen, Sachen packen, Sachen aufhängen und dann mal sehen, was passiert danach. Ja, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall beim Training. Kameramann ist gerade Jani. Hallo. Kannst du dich mal kurz zeigen, wie du aussiehst? Auf gar keinen Fall, aber der Junge ist nämlich krank. Ich kann euch sagen, dass ich leider erkältet bin. Alles wir gut, haben jetzt sein? Auf jeden Fall Training. So, Jani filmt ein bisschen, Jani guckt zu. Ja, da gibt's eigentlich gar nichts zu sagen. Guck mal, ich denke mir, Abbruch. So, jetzt sind wir hier auch wieder mal im getrauten Heim mit meinen 4 Wänden. Und wir haben es jetzt 23.30 Uhr. Ich drehe jetzt hier gerade das Outro und wollte mich einfach nur bedanken. Ich bin jetzt nicht wirklich 100% in jedes Thema reingegangen, zum Beispiel beim Fitness. Und beim Training hat leider Jan doch nicht gefilmt, weil er dann doch ein bisschen mitgemacht hat und Stabi und so gemacht hat. Deswegen, wenn ihr nochmal ein richtiges Trainingsvideo sehen wollt bezüglich Fitness oder auch ganz normales Fußballtraining, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich werde jetzt die Tage auch noch ein Einkaufsvideo filmen. Einfach so die Lebensmittel, die ich einkaufe, wie ich mich ernähre und was ich mir zu essen mache. Genau, deswegen stay tuned. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch was. Passt auf euch auf. Peace.